Liebe Videofreunde, bevor Sie sich das Videoprogramm Ihrer Wahl anschauen, bitten wir Sie einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Dieses Videoprogramm ist nicht für Kinder geeignet. Meine Furzmärchen, so, und ja, Ping ist jetzt gerade nicht. Hier ist auch sehr schlechtes Wetter in Hagen. Wir sind jetzt in Hagen am Comic-Zentrum und da ist heute nachts im Comicladen ein Event, in dem man nachts in so einen Comicladen geht. Naja, gut, nachts ist es jetzt nicht, es ist 8:30. Gehen wir mal abends davon aus. Aber wir gucken uns den Comicladen mal an und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht was abgreifen können und natürlich Interviews machen mit den Besitzern, um zu schauen, wie man in der heutigen digitalen Welt noch einen solch schönen Comicladen betreiben kann, was ich sehr traurig fände, wenn die aussterben. Naja, aber dazu dann später mehr. Wir sehen uns gleich. So, sind wir drin, haben wir mal hier die Beleuchtung, haben die auch angepasst, ne? Alles schön in rot und violett getauchtes Licht. Und da kann man in so einer schummerigen Atmosphäre mal in den Comics blättern. Ja, sehr, sehr große Auswahl. Das ist immer schwierig, dann auch das Geeignete zu finden oder das Geeignete mitzunehmen. Ich für meinen Teil bin ja mehr so der Action-Toy-Freund. Ne? Ich suche nochmal nach Action-Toys. Vielleicht haben die sowas auch. Ansonsten so ein, zwei Spider-Man-Hefte. Vielleicht haben die sowas hier. Mal schauen. Die Frage, die sich mir immer aufdrängt, ist, wie überlebt so ein Laden in Zeiten von Digitalisierung? Es wird ja immer schlimmer. Ja, frage ich mich auch. Es ist auch nicht so, dass man eine goldene Nase mit Comics verdienen kann. Aber wir haben natürlich, sind seit über 30 Jahren in Hagen, wir haben eine sehr robuste Stammkundschaft, das ist schon mal sehr gut und es wächst tatsächlich im Publikum nach. Also wir haben sehr viele Kids, die anfangen zu lesen. Wir haben die Manga-Leser, die sind sehr treu und eben viele 9-, 10-, 11-Jährige, die jetzt wieder mit Lesen anfangen. Also es ist nicht alles verloren. Es ist also von der Digitalisierung kriegen wir tatsächlich nicht so sehr viel mit, weil Comics halt, nennen wir es, sinnlich sind. Ne? Also man fasst die gerne an. Ich habe Leute, die riechen an den Comics, die wollen gerne durchblättern, die wollen was in der Hand haben. So, und das ist das Geheimnis, warum man heutzutage noch Comics verkaufen kann. Ich bin ja tatsächlich groß geworden mit diesen Condor-Heften von Spider-Man. Damals hieß das Die Spinne. Ne? Das war noch bevor Marvel hier so eine Zweigstelle in Deutschland hatte, hat das der Condor Verlag verlegt. Und davor waren Williams Comics, ganz alt. Aber das Problem an der ganzen Sache ist, davon habe ich sehr, 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 sehr viele und ich habe keine Liste dabei und weiß gar nicht mehr, was ich eigentlich habe und was nicht. Jetzt habe ich erfahren, dass DC zum Beispiel das Comicgeschäft total ad acta legen will und das nur noch lizenziert. Sprich, ich kann irgendeinen Comic verlegen, wie ich will, ich muss mir nur halt die Lizenz kaufen. Besteht da nicht die Gefahr, dass dann vielleicht viel Unfug mit den Figuren getrieben wird? Ja, gut, da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so in der Thematik drin. Ich weiß nicht, wie das lizenztechnisch läuft. Ne? Ich weiß es nicht. Vielleicht befruchtet das auch die Sache, ne? Dass wirklich mal ein bisschen frischer Wind reinkommt, dass neue Ideen reinkommen. Fanfiction ist ja auch ein Thema, ne? Dass Leute, die einfach mit dem, was erzählt wird, nicht so zufrieden sind und sich selber Sachen ausdenken. Das klappt ja auch, was weiß ich, bei Harry Potter oder bei irgendwelchen Serien. Warum nicht? Ja, also ich finde das alles nicht so dramatisch. Wenn ich das heute angucke, ne, würdest du heute noch mal einen Comicladen aufmachen? Klar, das ist der beste Job der Welt. Ja, der Job, ja schon, aber der Job muss ja auch erhalten bleiben irgendwie. Ja. Also die Sache ist halt die, ihr lebt wahrscheinlich sehr viel von Stammkundschaft. Ja. Also Mundpropaganda. Ja. Nur wenn man jetzt neu im Geschäft wäre, dann müsste man sich die hier halt aufbauen. Ihr habt ja 30 Jahre Vorsprung. Ja. Ja, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass mit dem ja auch eine Menge einhergeht. Ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass ich davon leben muss, Tim und Struppi zu verkaufen. Dadurch, dass das so vielfältig ist und wirklich für jeden was dabei ist und man eigentlich immer wieder neue Kunden rekrutieren kann und wir machen ja auch Lesungen, Signierstunden, sowas wie heute Abend. Ne? Also es gibt so viele Möglichkeiten, Leute von der Qualität und der Vielfältigkeit von Comics zu überzeugen.
Also wie gesagt, reich wird man damit nicht, aber es macht einfach Spaß und es ist so ein cooles Medium. Ne? Es ist so wirklich so eine schöne Mischung aus Literatur, so ein bisschen kommen ja auch Filme und Serien damit rein, tolle Zeichnungen, es ist ganz viel Kunst mit drin. Also früher war es ja einfach so, da hat man sich eine Comicreihe gekauft und dann hatte man eine fortlaufende Story oder eine abgeschlossene Story, aber man hatte halt die Reihe. Wenn man heute eine komplette Story lesen will, muss man sich, weiß ich nicht, wie viele Serien kaufen. Was hältst du denn davon? Naja gut, da redest du jetzt über die, die Marvel. Ich bin, Superhelden. Ja, da bin ich also bei gut, Marvel. Das stimmt auch nicht ganz. Na, also dafür gibt es ja wirklich sehr, sehr gute Graphic Novels. Ja, oder jetzt im Moment zum Beispiel da bei DC gibt es diese Black Label. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Das sind also kleinere Reihen. Also Black Label heißt halt, das sind etwas düstere Geschichten, zum Teil von europäischen Zeichnern. Da ist jetzt gerade eine Harley Quinn-Reihe rausgekommen von einem europäischen Zeichner. Dann davor Batman Damned. Das ist eine dreiteilige Reihe in schön, im Großformat. Ne? Also da musst du nicht 100 Jahre sammeln und da musst du nicht die ganzen Crossover sammeln, sondern du kannst dich auf eine Geschichte konzentrieren, die lesen, alles super, gut und straff erzählt. Also das ist auch nicht mehr so, wie es so in den 90er Jahren war, da war das halt extrem. Ja, ne? Da bin ich sehr geblieben, das ist halt das gebranntes Problem. Kind. Nee, aber das ist nicht so. Guck mal, es gibt ja auch Leute wie Frank, wie Mark Miller zum Beispiel, ne? Der so Kick-Ass und Wanted und so, dadurch ist er bekannt geworden. Der hat zum Beispiel eine Superman-Geschichte geschrieben. Was wäre, wenn Superman jetzt nicht in Smallville gelandet wäre, sondern in Russland? So, ne? So alternative Universen. Da gibt es haufenweise richtig gute Graphic Novels, ne? Also man ist echt nicht auf das normale DC-Universum beschränkt. Überhaupt nicht. Oder Black Hammer zum Beispiel. Das ist ein ganz eigenes Universum. Ne? Also es ist wirklich für jeden was dabei und es wird absolut nicht langweilig. Und weißt du, der Zwang ist ja auch nicht da. Es zwingt dich keiner, alle Hefte zu kaufen. Nee, aber wir ja wissen, so, wie es weitergeht. Ne? Ja, aber das war ja früher so der Trick, ne? Dass man gesagt hat, ja, wir versuchen jetzt die Leute dazu zu bringen, jetzt das noch und den Zweig noch und den Zweig. Davon sind die runter. Das ist Quatsch, weil dann werden die Leute genervt. Die müssen sich dann durch wirklich irgend so ein Pflichtprogramm lesen und das muss ich jetzt auch noch lesen, damit ich die Sammlung komplett habe. Das ist gar nicht mehr so extrem, wie es früher mal war. Okay, dann abschließend noch die Frage, so eine Aktion wie heute, ich will nicht despektierlich klingen, wächst das auf euer Mist oder ist das einfach tatsächlich so ein Wunsch der Kunden, die ganz einfach sagen, so ja, ich muss so lange arbeiten etc. pp., ich habe dann immer Abendszeit, ey, mach doch mal so eine Nachtaktion. Nee, also tatsächlich der Grund für heute Abend ist der 100. Geburtstag der VHS. Ah, okay. Na, die sind an uns herangetreten, haben gesagt, habt ihr Lust, was zu machen? Und möchtet ihr euren Laden mal präsentieren, macht doch mal eine Führung. Und das kam mir irgendwie komisch vor. Und ich dachte, ja, was willst du hier eine Führung machen? Ne? Und da dachte ich mir, das hört sich ja an wie ein Museum, ne? Als ob man hier eine Führung durch ein Museum macht. Und daraus entspannt sich das irgendwie. Dann kam ich dann auf Ben Stiller nachts im Museum. Ich hatte genau so, den gleichen Gedanken, genau. Ich so nicht und nachts im Museum. Ja, klar, ich mache hier eine Nachtführung. Das ist überhaupt die Idee. So, und dann kam das mit dieser Illuminierung dazu. Und die Leute, die das hier gemacht haben, siehst du ja, ne, wie cool sehr das schön, ist. Ja, ne? Ja. Total super. Und so ist das entstanden. Ne? Also, dass die Leute jetzt abends kaufen wollen, weiß ich nicht. Ja, hörst du mal, ja, ich wünschte, ihr hätte länger auf, aber es ist dann auch die Frage, ob das jetzt so der Weisheit letzter Schluss ist. Es ist eine einmalige Aktion, was ganz Besonderes und das machen wir jetzt nicht so regelmäßig. Ja, dann sage ich vielen Dank und auf die nächsten 30 Jahre, dass die noch weitergehen. Vielen Dank. So, jetzt sind wir wieder zu Hause angekommen. War eine schöne Aktion. Sowas würde ich mir von viel mehr Läden wünschen, dass es sowas an nächtlichen Aktionen immer gibt. Jetzt kann ich mir mein Feierabendbierchen gönnen. Ping gesagt. Und dann möchte ich euch doch nochmal zeigen, was ich mir dort geholt habe. War nicht viel, aber wenn es Spider-Man Comics gibt, da kann ich nicht widerstehen. Und da gibt es zum einen diese Spezialausgabe, Spider-Man rettet das Comiczentrum Hagen, fand ich sehr schön. Ne? Genau. Die 100. Ausgabe, da habe ich mir gedacht, das nimmst du dir auf jeden Fall mal mit. Das kann ich mir schön zum Schlafen gehen durchlesen. Und den Neustart der Spider-Man-Reihe, Band Nummer 1. Gibt es, wie ich mir habe sagen lassen, auch schon 15 Bände von. Aber vielleicht ist das mal wieder was, was ich sammeln und vor allen Dingen lesen kann. Lesen ist ja sehr wichtig.
Mit diesen Worten sage ich aber, zu viel Internet ist ungesund, zu viel Social Media so und so, zu viel Comics. Denke ich nicht, nein. Auch wenn meine Eltern das früher anders gesehen haben. Aber das ist eine andere Geschichte, die wir vielleicht demnächst erzählen. In diesem Sinne sage ich, gehabt euch wohl, schönen Tag oder schönen Abend, schöne Nacht oder schönes Wochenende oder schönen Urlaub oder was auch immer. Wir sehen uns demnächst. Und jetzt abschalten, ne? Abschalten. Abschalten. Abschalten.